Lieben und herzlich willkommen zum ersten richtigen Halloween-Video 2023. Trommelwirbel! Darauf freue ich mich schon seit dem letzten 31. Oktober. Krass. Ich liebe Halloween! Und wir müssen erstmal allen Stimmen kommen. Halloween-Deko schon am Start. Wir haben auch hier so ein bisschen Halloween aufgesetzt und angezogen. Pumpkin, yeah. Das finde ich gut. Fangen wir erstmal mit Halloween-Deko an. Das sieht so aus, als würden die sehr gerne übertreiben. Was sind das, Dinosaurier? Das sind übergroße Riesenskelette. Wo kauft man das? Die waren so groß wie das Haus. Boah, wenn der Sturm kommt, dann knallt das aufs Dach und alles ist hin. Einfach von so einem Riesenskelett. Erschlagen. Das wird ein Bloody Brain Cake. Oh, sogar das Innere wird auf jeden Fall roter Kuchen. Wenn man es anschneidet, hat man eine blutige Überraschung. Es sieht jetzt schon nach einem Gehirn aus. Ja. Aber jetzt kommt noch der ganze Gehirnmatsch drauf. Boah, voll gut macht sie das. Einfach so Würste. Und dann noch rot anmalen. Hä, aber ich weiß nicht, ob ich Lust hätte, diesen Kuchen zu essen. Nicht so appetitlich irgendwie. Nee. Weil es halt so echt aussieht, wenn es ein bisschen cute wäre. Mit einem Gesicht und so, okay. Aber so, so real. Noch so von Aufschall drin, da noch Blut raus wahrscheinlich. Das könnte ein ziemlich cooles Halloween-Make-up werden. Das ist so krass, wie aufwendig das ist für einen Abend. Ja, sie macht sich so richtig hier so ein Fake-Auge drauf. Wow. Okay. Okay. Das verursacht Albträume. Vor allem ihr Auge, ihr echtes Auge, das ist so rot. Da hat sie auch so Bluttropfen reingemacht, ne? Bah. Ich hätte für der Pizzabote kommt oder so und sie sagt so, danke für die Pizza. Side-Eye. Das ist eine Augenklappe mal anders. Mhm. Weißt du, was das ist? Das sind diese super scary Exit Rooms, Escape Rooms. Ach, und er sucht hier gerade nach dem Schlüssel und auf einmal steht da ein Geist. Ja. Wow, ich würde so den Schock meines Lebens kriegen. Ich würde mir die Hose machen. Aber ich denke mir, das ist schon noch ein bisschen gefährlich. Man weiß ja nie, wie die Leute so reagieren, wenn sie sich erschrecken. Ist da hinten eigentlich jemand eingesperrt im Gefängnis? Was ist das jetzt? Ein Banküberfall? Nein, das ist auch so ein Room. Oh. Da kommt der Bankräuber. Ganz ehrlich, bei meinem nächsten Exit-Room, den ich mache, will ich vorher bestätigt haben, dass da keine fremden Menschen reinkommen. Ich möchte das auf gar keinen Fall. Meinst du, die wissen das gar nicht? Na, so wie die sich gerade geschreckt haben. Oh. Man ist halt auch voll konzentriert und auf einmal steht dann noch, wer da miträtselt. Oh, das sind so Couple-Kostüme. Adam und Eva. Könnte ein bisschen kühl werden. Mickey und Minnie Maus. Finde ich auf jeden Fall süß. Ja, so mit dem Anzug. Cool. Ja, ne? Ariel und Erik. Halt, stopp. Sie hat extra eine rote Perücke aufgesetzt und er steht hier mit seinem blonden Haar. Das geht gar nicht. Da gibt es ja einen Punkt Abzug von. Und außerdem sieht er aus wie ein Pirat. Ich hatte die Ariel einfach einen neuen geschnappt. Das wird, glaube ich, Special ein Spiegelei. Ein Geist. Der einen Kürbis in der Hand hält. Oder ein Geistbaby. Das ist so süß. Das ist echt süß. Das ist so Spiegelei-Kunst. Das wird das neue BFF-Battle. Keine Pancake-Art, sondern Spiegelei-Art. Heißt das im Englischen Mirror-Egg? Ich glaube nicht. Mirror-Egg-Art. Doch, doch, wir nennen das so. Ihr wisst schon, was wir meinen. Da hat sich jemand ganze Mühe gegeben. Das sieht so cool aus. Vor allem mit diesen Hüten. Wow, ist das eine Klingel? Ich brauche diese Klingel, Leute. Meine Mama bekommt den Schock ihres Lebens, wenn sie bei mir anläutet. Oh, das sind Marshmallows. Woher weißt du das denn schon wieder? Das habe ich schon mal gesehen. Die werden irgendwie so angeschmolzen oder so. Und dann kann man die so zäh ziehen wie so... Spinnweben. Ja. Oh, da hängen noch die Spinnen runter. Richtig cool. Hä? Voll gut. Die hat's aber auch drauf. Nicht schon wieder sowas. Das kennen wir schon. Jedes Mal aufs Neue verwirrt. Wegen diesen ganzen Wimpern sieht es so 3D und so echt aus einfach. Das dauert ja 100 Jahre, das zu malen. Wie echt diese Augen geschminkt sind. Wow. Einfach nie mehr abschminken. Zum Glück erkennt man ihre echten. Die sie bewegen kann. Das ist ja ein Hundekostüm. Ich musste kurz überlegen. Hä? Voll das riesige Teil für den kleinen Hund. Und der Hund weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Na, wenn der wüsste, dass sein Kopf gerade am Teller liegt. Und wenn der wüsste, dass sein Kostüm einfach viral geht auf TikTok. Was wird denn hier gebastelt? So ein Skelett und dann einwickeln in Plastikfolie. Und dann anheizen. Oh. Und anstreichen. Das wird eine richtig eklige Leiche. Das sieht ganz schön echt aus, wie so ein Skelettausgrabung. Meinst du, das ist nur so für zu Hause eine Deko? Das ist wirklich so eine Requisite? Ich glaube, der hat einfach nur Spaß. Und wenn die Leute Trick or Treat beim Anklingeln, macht er so Buh. Oh mein Gott, hier gehe ich nie wieder. Ja? Das ist eine richtige Show. Warte, das ist doch von hier, Squid Game. Da steht sogar TikTok als Buchstaben im Garten. TikTok?
ja. Aber warum? Ja, damit man gleich weiß, hier berühmt von TikTok. Aber vielleicht auch eher TikTok. Da stand aber TikTok. Wegen der Uhr? Ich war das A ausverkauft. Wenn man an Halloween mehr Lichter hat als an Weihnachten. Dann liebt man Halloween. Boah, ich finde das sowieso. Bei uns gibt es viel zu wenig Halloween-Deko. Wir sollten das viel mehr etablieren. Bei uns, wenn man so diesen Riesengeist, den du mal im Innenhof stehen hattest, vor die Haustür stellt, wird man wahrscheinlich von der ganzen Ortschaft blöd angeguckt. Warum hat die einen Geist im Vorgarten? Hä? Wird das auch wieder eine Leiche? Vielleicht. Vielleicht ist Frischhaltefolie das neue Leichending. Oder Mumie vielleicht? Auf jeden Fall hat die Person den ganzen Körper einmal eingetaped, wieder ausgezogen, zusammengesetzt. Das wird wahrscheinlich auch so eine Kunstfigur. Ein Geist! Wow! Ein Dementor! Sieht schon so aus von der Körperhaltung irgendwie. Das ist so gruselig und gar nicht so schwer zum Nachmachen eigentlich. Aber ich denke, es dauert sehr lange. Und man braucht sehr viel Klebeband. Aber ich würde gerne ausprobieren. Oh, Kürbisschnitzen. Wollen wir das auch noch machen? Da hat gerade ein Auge rausgeguckt und du hast es einfach ignoriert. Ein Auge! Kannst du meinen aushöhlen? Kannst du nicht meinen aushöhlen? Kann man die irgendwo ausgehöhlt kaufen? Hä, ja, war voll die gute Idee, so ein Auge zu schnitzen. Da kommt ein zweiter Kürbis in den ersten Kürbis. Und an den Mund. Das wird eine ganze Kürbisfamilie. Was macht die Skeletthand hier? Man weiß es nicht. Oh. Lustig. Wir sind zurück im Escape Room. Nicht schon wieder. Kurze Frage, ist das zufällig ein Escape Room, in dem es auch noch stockdunkel ist? Ja, oder? Für 1 Million Euro würde ich da nicht reingehen. Und vor allem, da ist jetzt ja noch einer. Da sind doch 2 so creepy Menschen drin. Ach, zwischendurch geht das Licht an. Jetzt ist gerade das Licht angegangen. Boah, ich will das alles nicht mehr. Oh. Da drin wird geschrien, denke ich. Partnerkostüme gehen weiter. Batman und Batgirl. Oder ist das hier Catwoman? Stimmt, kann sein. Hatten die mal ein Date? Er hat einfach einen Müllsack. Ja, das ist die Low-Budget-Version. Superman und Supergirl. Das ist cool. Das finde ich auch süß. Eine Garage. Die Garage des Todes. Wie cool ist das denn? Hä, es sollte so einen Wettbewerb geben. Wer hat die krasseste Halloween-Deko? Und so easy geht's. Heftig. Das mit easy war übrigens ein Scherz, ne? Das ist mega krass. Halloween-Nageldesigns. Ah, und sie gibt ihnen Bewertungen. Du kannst auch Bewertungen geben. 10. Die Person gibt nur 7 von 10. Keine Ahnung warum. Das ist so krass. Das ist ja voll cool. Die Spinnen sind schön. 10. Wow. Vor allem die Bluttropfen sind krass. 1 von 10? No, 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 no. Gar nicht. Aber wurden die auch mal getragen oder ist das nur so zum Üben? Vielleicht verkauft sie die und dann musst du die nur noch draufpoppen. Nicht so sicher wegen den Farben. Das sind die mega schönsten von allen. Die kriegt 12 von mir. Von mir auch. Die ist voll süß. Voll schön. Also ich kann mich nicht entscheiden, welche ich möchte. Das ist auch richtig schön. Da hat sie auch wieder nur 6 Punkte gegeben. Da sieht man mal, das Geschmack sehr unterschiedlich sein kann. Das ist so ein Halloween-Laden, oder? Oh, da ist ein Hund im Kinderwagen. Oh nein, der hat ja richtig Angst. Mein Herz zerbricht. Hunde erschrecken sowas von fies. Pinke Halloween-Deko. Na, da würde ich gerne mal eure Meinung dazu wissen. Ich bin Fan von pinker Halloween-Deko. Ich glaube, das kann sich jeder denken. Ist das süß, diesen Teppich will ich. Ich glaube, du willst alles davon, oder? Ja, ich will alles. Aber ist schon wenig gruselig. Orange oder grün ist jetzt auch nicht gruselig. So alles schwarz-weiß wäre vielleicht gruselig. Aber ich finde, Halloween kann auch ein bisschen cute sein. Hey, stell dir mal vor, so eine ganze pink-schwarze Halloween-Party. Das wäre doch mega süß. Okay. Das wird eine Transition. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Mega krass. Ja, voll gut. Boah, die Zähne sind echt eklig. Ja, seine und ihre. Und die Blicke. Wisst ihr schon, als was ihr euch verkleiden werdet an Halloween? Oder verkleidet ihr euch gar nicht? Neue Halloween-Nägel. Für ein kleines Skelett. Sieht nach Fun aus. Ich glaube, er liebt's. Nee, das ist so fies. Das wird ein Prank. Scheidung. Wow, da erschreckt man sich so sehr. Das hat doch richtig gut geklappt einfach. Es sind Menschen schon gestorben, weil sie einen Schreck bekommen haben. Herzinfarkt und so. Überlegt gut, wen ihr erschrecken wollt. Ja, das sieht so aus wie so Europa-Park oder so. Einfach nicht, als wäre das ein Haus, wo wer wohnt. Ach, soll das so aussehen, als wäre das Schiff so durchgefahren? Oder so gelandet. Vielleicht war es ein fliegendes Schiff. Auch von Peter Pan. Ist es eine Katze? Und was kommt da raus? Ein Skelett. Wow. Krass. Das finde ich ja mal cool. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Kerze, die wir mal ausprobiert haben? So ein Einhorn, das weint? Hat leider nicht funktioniert. Vielleicht kann sich deswegen niemand erinnern. Hat es nicht funktioniert? Hat es schon funktioniert? Hat es ein bisschen funktioniert? Ich weiß es nicht.
Hey, was ist das? Ich glaube, das ist nur ein Film, der abgespielt wird. Wo denn? Ans Fenster? Vielleicht macht der Beamer auch das Fenster. Geist? Und dann fliegen Lampen rum? Hey, voll gut. Oder das Fenster ist vielleicht gar nicht echt. Es ist ein Mysterium. Und in diesem Oktober gibt es auch wieder 3 Videos auf diesem Kanal. Dienstags, Donnerstags und Samstags. Ganz, ganz, ganz viele Halloween-Videos werden noch kommen. Tschüss. Tschüss.